Mods, Mods, Mods können zum einen ein Segen sein oder auch ein Fluch mit No Despawn, zumindest hier, wenn man sie erst mitten im Spiel einfügt. Damit hallo allerseits und willkommen zurück bei City Skylines. Wir haben auf jeden Fall mittlerweile eine Menge Probleme in der Stadt. Wir haben zwar 40.000 Einwohner, die sinken gerade etwas. Wir hatten ja zwischen 10.000 und 20.000 ein kleines Problem. Und ich habe mir einfach mal in der Pause ein paar Gedanken gemacht, habe weitere Mods installiert. Deswegen auch gerade so meine Einführung. Wir haben auf jeden Fall ein Verkehrsproblem. Ich habe mir wirklich mal Gedanken gemacht. Wir waren in der letzten Folge ja hinten bei der Anbindung der neuen, ja, Müllverbrennung. Und eben mit Manhattan. Das werden wir gleich angehen. Aber erstmal, wie gesagt, das Thema Mods. Ich habe weitere installiert. In Folge 10 habe ich es noch angesprochen. Wie schön wäre es, wenn es eine Mod gäbe, womit man an einer Kreuzung oder an einer Einbiegung einer Straße sagen könnte, wie eben bei der Autobahn, wie wir es hier hatten, da oder da. Wenn man doch einfach sagen könnte, hier, Kreuzung weg. Und dafür gibt es wirklich eine Mod. Was ich in diesem Spiel jetzt aktiv habe, ist zum einen, ich verlinke sie natürlich wieder in der Videobeschreibung, so wie ich es auch bisher gemacht habe, zum einen die Mod Toggle Traffic Lights, heißt natürlich Umschalten der Ampeln. Wir können sie ein- und ausschalten, das ist wie gesagt die Mod. Eine zweite Mod wird sich jetzt nicht wirklich zeigen, damit kann man die Errungenschaften, also die Achievements, ist ja bloß das englische Wort dafür, wieder aktivieren, weil wenn man Mods aktiviert, wird das von Haus aus deaktiviert und es gibt wiederum eine Mod, die das wiederum aktiviert. Also wir können wieder Achievements freischalten und damit auch diese einzigartigen Gebäude, wenn man irgendwas in der Stadt gut oder eben schlecht macht. Und die dritte Map, nicht Map, Mod, ist Extended Public Transport UI, also UI Interface, UI, um genau zu sein, UI, das ist UI, genau das UI. Das wäre auch eine tolle Mod, eine UI-Mod, eine Statue des Wohlstandes, eine UI-Mod. Na, aber gut, gespaßt. Was bewirkt das? Das kann ich euch mal kurz zeigen. Wir gehen auf den öffentlichen Verkehr und klicken jetzt hier darauf, zum Beispiel auf die U-Bahn. Und wir können wirklich die Linien anzeigen lassen, wie viele Haltestelle sie haben, wie viele Passagiere und so weiter und so fort. Einfach mehr Möglichkeiten der Statistikanzeige. Das war es soweit. Nicht ganz so lange wie beim letzten Mal. Und jetzt werden wir uns um die Probleme der Stadt kümmern. Einerseits habe ich schon gesehen, wir haben Einwohnerrückgang. Liegt das vielleicht daran, dass sie nicht so richtig angebunden sind mit der Versorgung von Leichenwagen? Die kommen vielleicht nicht irgendwo überall an, ist die Frage. Wir haben ja alles grün. Hier unten war auch, glaube ich, so ein Symbol. Wo war das genau? Hier, ne? Genau. War aber bloß eins, das kann ja bloß temporär sein. Es sind auch bloß drei Symbole auf der ganzen Karte in der gesamten Stadt, von daher muss das nicht unbedingt heißen, dass die eben schlecht angebunden werden, sondern die 7 Wagen, leider bloß 7, bei den Müllverbrennungsanlagen sind sie ja 27, was für eine Differenz, die brauchen wohl etwas länger. Ja, da werden wir das einfach mal im Auge behalten und ja, wir müssen uns um den Verkehr kümmern. Erst einmal habe ich mir in der Pause hier Gedanken gemacht, wie wir das hier anbinden können. Ihr kennt es vielleicht noch, ich habe einfach mal probiert, habe auch aus Versehen diese Abfahrt, ja, ist keine Auffahrt, ist eine Abfahrt, abgerissen. Deswegen ist die jetzt etwas kürzer geraten, als sie vorher war. Und ich habe die Straße von hier nach da gesetzt, damit wir einfach der Straße gegenüberstehen. Und das werden wir erst einmal verbinden, bevor wir uns um die restlichen Probleme in der Stadt kümmern. So, das wollte ich euch auf jeden Fall zeigen. Hätten wir das also, dann kann ich euch mal die erste Mod, also Toggle Traffic Lights, zeigen. Wir haben jetzt hier das Symbol Add oder Remove Traffic Lights. Damit können wir einfach die Ampeln entfernen oder wieder hinzufügen. Das wäre zum Beispiel hier der Fall. Warum? Na, hier ist gar keine Ampel. Dann woanders, wo ich eine gesehen habe. Es geht gleich um die Verkehrsprobleme. Darum werden wir uns gleich kümmern. Genau, hier war das, glaube ich. Hier war eine Ampel. Genau. Die meisten kommen eben hier raus, möchten hier bloß rum oder so. Und warum hier eine Ampel? Schaut mal hin. Wir machen sie einfach weg. Ist doch gut. Dann könnten wir jetzt auch unsere Abfahrt, nein, Auffahrt, Wiederauffahrt hier bauen. Aber wir haben sie ja hier rüber verlegt. Nun gut, dann werden wir uns mal um die Verkehrsprobleme kümmern. Ich habe, sage ich jetzt mal nebenbei, wir haben noch gar keine Spielzeit laufen lassen. Ich möchte mal wieder etwas erklären. Ja, da muss einfach mal die Zeit dafür da sein. Ich habe nebenbei eine weitere Karte, also offline, gestartet. Weiteren Spielstand auf Two Rivers, die Karte Two Rivers. Und da habe ich eben No Despawn von Anfang an aktiviert.
habe meine Stadt dementsprechend aufgebaut, bin dabei 22.000 Einwohner und habe keinerlei Verkehrsprobleme. Also wenn man sie wirklich von Anfang an hat und eben damit arbeiten kann, dann hat man auch nicht diese massiven Verkehrsprobleme, wie wir sie hier haben. Und deswegen werden wir uns jetzt einfach mal dran kümmern, dran setzen. Ich liebe ja auch Herausforderungen und deswegen habe ich mir die Gedanken in der Pause gemacht. Die werde ich jetzt umsetzen und jetzt genug gequasselt. Wir legen jetzt einfach mal richtig los, abgesehen von der Straße da hinten. Und zwar, wir haben ja auch das schöne Tool, auch eine Mod. Wo die denn alle hinwollen? Hier zum Beispiel, jetzt lädt er gerade, jetzt haben wir es hier. Wir sehen ja die Punkte, wo die hinwollen, ne? Schaut mal, die wollen alle hier zu den Gewerbegebieten oder zu der Müllverbrennung oder Friedhof, je nachdem. Und wir haben drüben, hier drüben eine Menge Stau. Wo wollen die hin? Können wir nachschauen. Die wollen auch rüber, weil die produzieren hier Güter und die sollen drüben in das Gewerbegebiet, ne? Ich treffe es gerade nicht. Ich habe die Stromleitung getroffen. Ich muss auch etwas rauszoomen, damit ich zeigen kann, wo die hingehen. Seht ihr das? Die Punkte da? Vor allen Dingen eben auf dieser Straße hier, wenn ich da drauf gehe. Seht ihr das? Genau, da wollen die hin und deswegen fahren die hier diesen riesen Kringel hier lang und deswegen ist auch hier so viel verstopft. Wir müssen also einfach eine Anbindung von hier rüber schaffen, dann würde es schon ganz anders aussehen, aber deswegen habe ich hier die vielen Müllanlagen und da kann ich nichts rüberbauen. Die werden gerade schon entleert, wir haben ja Automatic Emptying aktiviert, auch eine Mod. Die macht das schon, dann müssen wir uns nochmal gedulden, aber jetzt erst einmal hier. Nächster Verkehrsknotenpunkt, ich weiß, wir wollten das ja hier abreißen, aber wir brauchen auch, wie wir hier sehen, noch weiter Industriegebiet, verschiedenes Industriegebiet, weil die eben nicht genügend Verkaufsware haben. Also wir haben eine Menge zu tun, ihr seht das schon. Und Lukas hat gemeint, in Folge 10, ja, warum nicht einfach mal längere Folgen? Also würde er sich wünschen, wäre für das Let's Play angebracht? Ja, ich werde mal schauen, aktuell bin ich ja eher darauf aus, 5 Folgen die Woche zu bringen. Und da werde ich jetzt einfach mal schauen, ob ich das auf 6 anpassen kann. Dann hätten wir 30 mal 4 sind 120 und 6 mal 20 auch 120. Mal schauen. Ich muss mich da eben etwas ranhalten, denn ich laufe gerade mit meinen 4 Spielen schon auf Maximum. Aber gut, jetzt geht es erstmal richtig los. Wir haben hier, wir können ja erstmal die Straße ausbauen, genau. Ist da noch eine Viererstraße, von daher. Scheiße, ist der Pfeiler im Weg? Ach ne, ist schon eine ausgebaute. Na dann. 6, 6 und 6. Wir haben ja hier schon vorsorglich die Straßen gebaut, wie sie eben sein sollen. Und die wollen eben hier rein. Dann machen wir das mal so. Haben wir jetzt eine 6er-Straße, keine Bäume mehr. Das ist blöd. Ich wollte eigentlich die hier haben. So, weil das bringt eben noch Lärmschutz und sieht doch auch schöner aus. Ich werde einfach mal gerade das Spiel anhalten, weil dann können wir uns effektiv um die Probleme kümmern. Dafür ist das auch gedacht, dass man das Spiel eben pausieren kann. Da werde ich auch noch vorsichtshalber die hier mal ausbauen, weil die könnten sie auch als Umgehungsstraße benutzen. Und jetzt sehen wir, die fahren alle hier lang, um hier hinterzukommen. Wir könnten ja vielleicht mal eine Abbiegung machen, und zwar von hier nach da. Hier fährt kaum Verkehr und da können wir doch einfach mal diese Straße dann nutzen. Und deswegen versuchen wir da jetzt mal rüber zu bauen. Da muss ich hier mal kurz rüber. Etwas mehr ausholen. So. Wieder ansetzen. Da wollen wir die da anbringen? Mal schauen, ob das klappt, ob es nicht so blöd aussieht. Was ist das jetzt für ein Knick? Nee, ist bloß diese blöde Markierung, das blöde Raster. Obwohl, ist nicht blöd, das ist hilfreich. Da können wir gerade nicht ran, aber dann hätten wir hier schon wieder eine Kreuzung. Da müssten wir hier vielleicht... Ja, da müssten wir vielleicht da die Ampeln wegsetzen. Na, ich werde es erstmal anders machen. Ich werde erstmal die Straße wieder wegnehmen und wir schauen einfach mal, wie es erstmal so läuft. Wir müssen auf jeden Fall zusehen, dass wir hier mehr Anbindung schaffen. Vielleicht hier schon eine Abbiegung machen oder eben hier rüber. Dazu müssen aber diese Müllanlagen da weg. Hier wäre auch schon eine Abfahrt, aber die nutzen die komischerweise nicht, obwohl das gar nicht so weit weg ist. Also die sind schon manchmal komisch, diese Bewohner unserer Stadt. Erstmal, das hier ist zwar bloß Kleinigkeit, aber die Bäume, das gefällt mir nicht, wenn die so braun sind. Da kommt die einfach mal weg. Da haben wir einfach einen Grünstreifen an der Seite. Ist auch gleich mal eine 6er-Straße, wer weiß, wie wir die brauchen. Und wir haben es jetzt einfach mal. Und Geld haben wir sowieso genug, von daher passt das schon. Ja, die müssen wir auch wieder wegmachen, haben wir gerade erst gepflanzt. Die tut es auch noch anhauchen. Dann einfach mal so, ja.
Wir müssen uns kümmern, aber wenn wir das Spiel nicht weiterlaufen lassen, werden die natürlich nicht gelernt und deswegen machen wir einfach mal weiter. Wir sehen, wir haben Probleme in der Stadt, aber ich glaube, das kriegen wir schon alles in den Griff. Keine Ahnung, das ist das falsche Wort. Keine Sorge, ich habe mir schon so meine Gedanken gemacht und mittlerweile habe ich 35 Stunden im Spiel verbracht und habe schon so meine Erfahrung, wie ich was angehen muss. Das wird schon, Leute, keine Angst, wir kriegen das hier gemeinsam schon auf die Reihe. Ihr könnt mir ja, wenn ihr das Spiel auch spielt, gerne mal Tipps in die Kommentare schreiben. Das kann schon helfen und wäre natürlich nicht schlecht. Gemeinsam finden wir schon einen Weg. Erstmal eine Sechserstraße hinbauen. Mal schauen, die stehen hier immer noch. Warum stehen die da noch? Wenn die ganzen Müllwagen stauen sich hier. Warum? Hier ist doch frei. Warum fahrt ihr nicht? Eine Ampel ist ja nicht, die ich jetzt deaktivieren könnte. Und jetzt, wo wir eben diese Ampeln ausschalten können, können wir diese Straße ja wieder zur Einbahnstraße, wie wir sie vorher hatten, bauen. Das gefällt mir auch besser. Also wir hatten sie ja ursprünglich so. Dann haben wir die Autobahn hingesetzt, weil da eben Ampeln entstanden sind. Aber jetzt haben wir eine Mod, die das Ganze deaktiviert. Wir gehen wieder hier rauf, sehen, hier ist eine Ampel und weg damit. Mal schauen, inwieweit das hilft. So, die Ampel ist jetzt auch weg, ne? Gut. Dann müssen wir nur noch diese hier wegmachen. So. Und dann fahrt doch mal bitte. Na, hier ist noch etwas Schmutz durch diesen Mist. Oh Gott, wir haben gerade richtigen Einwohnerschwund. Na, es geht gerade. Es akklimatisiert sich schon wieder etwas. Ist zwar noch immer leichter Rückgang, aber mal schauen. So, die fahren hier immer noch rein. Ist hier auch eine Ampel? Ja, hier ist auch eine Ampel. So ein Quatsch, aber dafür gibt es eben die Mod. Und weg damit. Weil hier kommen so wenig von hier auf diese Seite in die Stadt. Und warum hier eine Ampel, wenn sich das dann einfach dort staut? Genauso hier. Hier fährt kaum einer in unsere andere Stadt hinein. Weg damit. Dann geht das hier einfach flüssiger. Hier ist es schon wieder eher hilfreich, eine Ampel zu haben. Wir sehen ja, Traffic, Lights, True, Original, True. Also, ohne Mod ist da eine Ampel und aktuell ist da auch wirklich eine Ampel. Also das obere zeigt, dass da aktuell eine Ampel ist und im Original ohne Mod wäre auch eine Ampel. Und True steht einfach für den Wert in der PC-Sprache 1, also aktiv. Wenn wir hier drauf gehen sollten, guck, dann ist einfach Original immer noch auf 1 gesetzt. Ja, weil da eben, wenn wir sie wirklich bauen, eine Ampel ist. Ist aber mir zu wild, deswegen kommt da wirklich eine Ampel hin. Aber das war jetzt bloß Demonstrationszweck. Ihr seht schon, das läuft gerade etwas flüssiger. Weil hier eben keine blöde Ampel mehr ist, wie ich sie auch nie dahin haben wollte. Also etwas kommt das hier besser voran. Die nutzen, oh Gott, die Autobahn ist verstopft und wir müssen endlich mal eine Abbiegung von hier machen. Aber dazu müssen die Dinge erstmal leer werden. Schauen wir mal, 12% voll. Ja, es wird schon geleert, aber es sind immer noch ein paar Prozente. Die will ich ja generell zurückbauen, nachdem wir herausgefunden haben, dass wir Müllverbrennungsanlagen benutzen können. Wir brauchen gar nicht mehr die Mülldeponien. Dann gibt es auch Tote. Wie sieht es eigentlich hier drüben aus? Hier waren ja noch welche. Ja, mittlerweile abgeholt. Also das ist nicht mehr das Problem. Jetzt geht er mal weg. Hier waren ja auch noch welche ziemlich am Rand. Das hat sich auch gelöst. Also das war kein längeres Problem, sondern einfach bloß temporär, weil der kranken Leichenwagen einfach erst einmal dahin fahren musste. Ist ja bloß das Zeichen, hier ist ein Verstorbener, der abgeholt werden muss. Das heißt nicht, hier gibt es ein massives Problem. Na gut, vielleicht sollte ich mal... Ah, hier könnte ich schon eine Abbiegung machen. Moment, wenn ich hier eine Abbiegung mache, klappt das dann? Weil hier wäre dann wieder eine Kreuzung. Aber die Straße wird ja kaum benutzt, deswegen könnten wir hier wieder die Ampel wegmachen. Ja, also die Mülldeponien hier wirklich direkt am Rand waren nicht so ganz sinnvoll. Auf den ersten Blick. Ich hätte einfach mehr Lücken dazwischen lassen müssen. Aber das können wir jetzt so auch nicht mehr ändern. Von daher werden wir schon alles in den Griff bekommen mit der Zeit. Ja, Einwohner kommen wieder zurück, das ist gut. Geld fließt natürlich weiterhin gut in die Stadt. Wie sieht es denn erstmal mit der Grundversorgung aus? Wir müssen ja auch warten, bis die Mülldeponien entleert wurden. Strom, Wasser, wunderbar. Ja, Müllauslastung auch. Gesundheit, oh. Nee, Friedhof ist das, Friedhof. Das passt. Wollte schon sagen, die Gesundheit nur bei 30%, das wäre schon ganz schön besorgenerregend. Ja, was wollte ich sagen? Sorgen, irgendwas, Sorgen halt. Ja, das ist mir gerade mal ein Wort entfallen. Passiert mir auch mal, wie jedem. Gefahr, Feuersicherheit. Ah, hier hinten ist nichts. Ja klar, da ist eine Feuerwehr, aber hier hinten nicht. Wir haben ja das Geld. Wie viel kostet die im Unterhalt?
560, dann können wir das uns einfach mal hier hinten leisten. Ich schau mal, wie es das am besten abdeckt. Dazu werde ich aber erstmal noch eine Straße hier hinbauen. Und zwar eine vierspurige, wie die bisherigen. Und zwar so. Geht das bis hier runter, ja. Ist aber schief, das möchte ich so nicht. Warum färben sich die Bäume ein? Oh, ist schon eine Brücke, das wollte ich jetzt noch nicht, aber die wird jetzt vielleicht gleich wieder verschwinden. Na gut, dann machen wir es einfach so, da kommt das wieder weg, weil hier geht es ja schon in das Flussbett. Ganz schöne Steigung. Aber gut, weiter geht's. Wenn ich hier eine Feuerwehr hinsetze, das ist das hier, dann ist alles soweit abgedeckt. Außer eben das hier hinten. Naja, jetzt nicht ganz so schlimm. Und daher werde ich das mal hier hinsetzen. Bitteschön. Und wir hatten ja hier vorhin auch ordentlich Verkehr. Oder haben ihn noch? Wir können ja mal kurz auf den Verkehr gehen. Hier, alles voll, weil die alle raus wollen. Und wir haben ja schon die Autobahn hier in der Nähe. Warum nutzen wir die nicht einfach? Und deswegen werde ich mich erstmal hier ransetzen. Weil wir müssen ja erstmal warten, bis diese Mülldeponien, habe ich ja schon zum dritten oder vierten Mal gesagt, wirklich entleert werden. Ne? Da werden gerade ein paar entleert. Deswegen ist ja gerade Engpass. Aber das wird sich schon geben. Na, der Verkehr läuft ja auch wieder flüssiger, also es trägt schon langsam Früchte. Wir wollen, wie gesagt, hier rüber, dann wird sich alles hier irgendwie akklimatisieren. Aber erst einmal das Problem hier hinten. Eine Autobahnabfahrt. Wir können ja jetzt breitere Straßen zur Autobahn nehmen, indem wir jetzt einfach die Ampeln deaktivieren. Ich kann nochmal kurz schauen, wo wollen die denn hin? Die, die hier sind, wollen wohin? Jetzt lädt er gerade. Ah, ist gerade blöd. Die wollen schon auf die Gleise. Die kommen die doch gerade her. Aber es kann nicht schaden, hier schon Anbindung zu haben. Wenn die wirklich raus wollen, müssen die sich hier durchquetschen. Dann ist hier wieder mehr Verkehr. Von daher, egal wo sie hinwollen, ist es einfach sinnvoll, da eine Abfahrt zu machen. Und zwar, Zeit läuft noch, aber hier steht alles. Die parken hier nicht. Nein, die stehen hier wirklich im Stau. Aber dann können wir jetzt auch mal hier die Ampel ausmachen. Ja, rein will hier gerade kaum einer und wenn sie geradeaus wollen, dann fahren sie einfach geradeaus. Hier können sie eh nicht rein, deswegen ist diese Ampel hier auch wieder totaler Schwachsinn. Hier, die können einfach rechts abbiegen, die müssen doch nicht warten. Von daher, freie Fahrt bitte. Hier will auch keiner abbiegen, deswegen machen wir die Ampel hier auch weg. Dann läuft das alles schon flüssiger. Aber wie gesagt, jetzt doch mal hier die Abbiegung. Und zwar, wie genau? Von hier. So, relativ nah an den Gleisen entlang. Ist jetzt bloß eine zweispurige, aber das reicht vielleicht sogar fürs Erste. Müssen wir einfach mal schauen. Jetzt nicht zu nah ran, weil wir müssen noch eine kleine Kurve einbauen. Ah, der hat schon wieder direkt übernommen, den gleichen Winkel. Das sieht aber auch blöd aus. Nee, das mache ich anders. Ja, da bin ich mal wieder etwas sehr penibel. Aber man macht sich so seine Gedanken in Sachen Optik und eben Funktionalität. Ja, der Verkehr läuft hier wieder. Das ist gut. Also die Mod, die hilft uns schon wieder, wenn wir schon die Mod der No-Despawn, die das Ganze etwas schwieriger macht, aktiviert haben. Dann helfen wir uns auch so mal mit dieser Mod hier. Die Ampeln einfach entfernt. Dann mal gerade raus. Gefälle zu steil? Nee. Na, dann machen wir es so. Fahren wir hier so raus. Weiter, jetzt brauchen wir eine Kurve. Das sieht doch blöd aus. Machen wir es doch so. Jetzt könnten die schon mal geradeaus fahren. Das braucht etwas Zeit, bis die eben mitbekommen haben, dass es hier schon rausgeht. Und wenn ich das hier etwas gelöst habe, warum stehen die denn immer noch so krass? Parken die hier wirklich? Liefert Produkte hierhin. Achso, hier kommen natürlich auch Güter an. Ja, ist klar. Aber warum stehen die an der Ampel, oder? Na. Okay, das muss man sich einfach mal anschauen. Hier, die Ampel ist gerade auch Quatsch, weil hier kommen so wenig raus. Und dann fließt der Verkehr hier einfach besser. Wir werden das mal im Auge behalten. Erstmal ein paar Ampeln deaktivieren. Warum stehen die hier auch? Nee, die parken doch, oder? Weil die fahren doch hier alle an ihnen vorbei. Ja, die parken da. Komisch. Oder? Nee, die fahren doch irgendwie. Warum benutzen die bloß eine Spur? Die sind ja verrückt. Naja, die wollen alle hier auf die Autobahn. Wir müssen, wie gesagt, eine Abhilfe. Oh, jetzt ist schon gelegt. Oh, flüssiger Verkehr. Dafür ist hier drüben ganz schön Stau. Oh, ja, was sowas eben ausmachen kann. Diese zwei, drei Ampeln hier drüben. Macht das Ganze schon einfacher. Und der Stau ist nicht mehr so krass wie gerade eben noch.
Ja, hier klar noch. Aber hier ist nichts mehr stehen. Das war ja alles rot bis hier hinter. Warum stehen die hier noch? Komisch. Ja, ist einfach bloß stark befahren. Das heißt ja nicht unbedingt, dass hier Stau ist, sondern dass es einfach stark befahren ist. Wie sieht es denn mit den Mülldeponien aus? Wir dürfen nicht den Punkt verpassen, in dem die leer sind, weil dann schaltet die Mod wieder automatisch um. Na, ist voll. Oh, ganz schön voll. Wo möchte ich denn rüberfahren? Hier sowieso nicht. Hier. Da sind das noch 8%. Hier ist es 1%. Oh, das ist gleich soweit. Dann werde ich mal schauen, ist das hier schon die Möglichkeit rüberzufahren? Na, könnte sein. Könnte sein. Erst einmal baue ich hier die Straße aus. Eine Viererstraße hier rüber. Ja, die beiden müssten weg. Die beiden Mülldeponien müssen da weg. Dann kann ich hier aber schon mal hochgehen. Dann hätten wir das schon mal. So, gehen wir hier rüber. Noch eins? Ja, geht auch. Und jetzt dürfen wir einfach den Punkt nicht verpassen, wo die hier leer ist, oder? Was? 10%? War die nicht gerade noch bei 1%? Oder habe ich mich da einfach verlesen? Dann werde ich nochmal etwas vorspulen. Ja, die Folge mache ich etwas länger, weil wir so am Anfang geredet haben. Das sind alles Müllwagen, die hier stehen. Wo staut sich das denn? Hier beim Rausfahren. Ja, wir werden, wie gesagt, hier noch Anbindung zur Autobahn machen. Dann wird das hier einfach flüssiger laufen, falls jemand raus möchte. Das hätte ich schon vorher beachten müssen, habe ich nicht. Ja, ich mache auch so meine Fehler und lerne einfach mit dem Spiel mit. Natürlich kommen hier auch eine Menge Autos raus. Hier 27, 27, 27, 27. Die wollen hier alle entlang. Das staut sich, wie gesagt. Aber wir schaffen das schon. Wir haben ja schon Erfolg erzielt in dieser Folge. Der Autobahnverkehr, der fließt wieder. Ja, wir brauchen auch bald wieder neue Gewerbe, Industrie und Wohngebiete. Wir haben also nur zu tun hier. Immer noch 10%. Wird aber noch entleert. Ah, die kommen hier gerade nicht weg zum Entleeren. Das ist das Problem. Okay, dann werde ich mal wieder auf Normalstand gehen. Wie kann ich das jetzt schon lösen? Die stehen jetzt gerade hier wieder, aber das ist eben bedingt, weil hier so viele rein wollen. Das Industriegebiet wollte ich ja auch wegmachen, aber wir brauchen ja auch normales Industriegebiet. Leute, Leute, wir haben einfach zu tun. Wo mache ich das denn? Was haben wir denn so für Rohstoffe? Wir brauchen natürlich auch normale Industrie, die einfach so was produziert. Zum Beispiel Kekse, sowas in der Art eben. Dazu könnten wir uns vielleicht diese Insel hier drüben schnappen. Weil ich wollte hier drüben Öl abbauen. Und dann habe ich mir überlegt, ja, mache ich eine Insel vielleicht als reine Mülldeponieinsel oder als reine Industrieinsel? Kann man ja alles machen, weil hier ein Wohngebiet ist einfach zu klein, würde ich meinen. Von daher schaue ich nochmal kurz. Ja, ist mir zu weit weg und hier ist sowieso schon der Dreck. Also hier könnten wir noch eine Industrieinsel machen, dazu brauchen wir aber auch eigentlich die Insel, damit wir hier so rüberfahren können. Aber ich glaube, wir können aktuell bloß ein Gebiet freigeben. Alles gar nicht so einfach. Was flackert denn hier so? Naja. Hier könnten wir noch Landwirtschaft ansiedeln. Möchte ich aber eigentlich nicht. Hier oben auch. Haben wir das Gebiet schon? Mal schauen. Ja, nein. Okay, dann werde ich mir in der Pause mal Gedanken machen, wo wir jetzt als nächstes ansetzen. Wir haben uns jetzt in dieser Folge mal wieder um die Mods gekümmert, die ich ja installiert habe. Wie gesagt, die findet ihr auch in der Videobeschreibung wieder mit dem Namen und dem Link. Und wir haben uns, wie gesagt, anfänglich um die Probleme gekümmert. Wir sind noch lange nicht fertig. Wir werden auch weiter bauen. Wir haben viel zu tun. Also schaltet wieder ein zur nächsten Folge von Cities Skylines. Ich bin raus. Bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.